Willkommen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video ein kleiner Produkttest bzw. eine Produktvorstellung. Ich möchte euch die Wärmebildkamera von der Firma Topdon vorstellen und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. So, die TC001 Wärmebildkamera für das Smartphone. Das heißt, ihr braucht zusätzlich zur Kamera an sich noch ein funktionierendes Smartphone, damit ihr das Ganze dann nutzen könnt. Kommt hier in diesem netten Case mit dazu ein Ladekabel, einmal Anschluss für der große USB und USB-C und dann hier auf der anderen Seite der Anschluss für die Wärmebildkamera an sich. Ihr braucht auch die App. Die TC001 heißt die App. Wenn ihr die runtergeladen habt, könnt ihr dann die Wärmebildkamera hier unten aufstecken. Er fragt dann nach dem Zugriff. Das bestätigen wir zweimal und dann hat er die Kamera auch schon erkannt, wenn wir in der App sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier alles uns anzeigen lassen können mit dieser Kamera. So, wir stehen jetzt vor dem Motorraum vom 450 SEL, I116. Ich habe mein Handy jetzt gedreht, damit nicht die ganze Zeit meine Hand hier einen Teil der Wärmebildkamera verdeckt. Jetzt habe ich hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal die thermische Bildgebung, ich sage das jetzt nochmal hier richtig rum, thermische Bildgebung, Temperaturüberwachung, die Galerie von den Bildern, die ich geschossen habe dann und persönliche Informationen. Jetzt machen wir die thermische Bildgebung, drehen das Ganze. So, und jetzt zeigt es mir hier schön die Wärmequellen an, beziehungsweise die Hitzequellen. Das Fahrzeug lief jetzt vor circa eine halbe Stunde und ich habe jetzt hier immer noch am Luftfilter 41 Grad. Und hier am Motor weiter unten habe ich dann schon 60 Grad. Das Ganze kann ich dann auch fotografieren. Ich kann jetzt hier ein Foto machen. Dann ist das hier im Speicher drin. Wenn ich zur Einstellung gehe, kann ich mir auch das Ganze anders anzeigen lassen mit anderer Farbgebung. Auch ganz interessant. Zur Temperaturüberwachung kann ich im Bereich festlegen, was er überwachen soll, wie er es darstellen soll. Kann hier draufklicken und die Aufnahme wählen und dann überwacht er auch eine steigende Temperatur. So, ich habe jetzt mal eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank geholt. Jetzt seht ihr auch hier, wie er das jetzt hier darstellt. Die extreme Kälte an der Flasche hier, gerade mal 10 Grad, knappe 10 Grad. Und er zeigt schön die Bereiche an, welche Temperatur hier vorherrscht. Ja? Ich schiebe hier meine Hand dazwischen. Kommt er dann auf 35 Grad. Er zeigt das hier schön an. Verschiedene Einstellungen kann ich, wie gesagt, hier noch machen. Kann den Kontrast verändern. Duales Licht noch einstellen, Transparenz verändern, mir das Ganze auch noch etwas anders anzeigen lassen. Verschiedene Variationen habe ich hier zur Auswahl. Wenn ich die Temperaturanzeige hier nicht sehen möchte, beziehungsweise eine andere Skala für hohe Temperaturen von 150 bis 550 Grad wäre es jetzt hier noch. Da rechnet er jetzt geschwind. Kann ich hier noch automatisch erkennen machen. Ja, wie ich finde, keine schlechte Sache.
Die Wärmebildkamera für Smartphone von der Firma Topton TC001. Keine schlechte Sache, wie ich finde, auch vielseitig anwendbar im Kfz-Bereich. Ihr könnt euch zum Beispiel die Motortemperatur anzeigen lassen, wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben. Aber noch spezieller, wenn der Motor etwas lief, dann die Temperatur der einzelnen Pipes von der Abgaskrümmer euch anzeigen lassen. Das lässt dann auch Rückschluss geben, auf alle Zylinder vernünftig funktionieren, dass ihr gleichmäßige Wärmeentwicklung an der Abgaskrümmer habt. Das könnt ihr euch alles mit der Kamera anzeigen lassen. Auch die einzelne Temperaturrange in meinem Motorraum, ja, so wie wir das jetzt gerade eben gemacht haben, dass ich dann die unterschiedliche Temperatur mir anzeigen lassen kann. Ich kann Bilder machen von dem Ganzen, kann mir das Ganze grafisch verschieden anzeigen lassen. Wie ich finde, keine schlechte Sache. Den Link zu dieser Kamera findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr heute bei der kleinen Produktvorstellung mit dabei wart und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.